Wo ist denn der an? Ist da noch ein Scharfschütze im Haus? Ja, nee, im Haus ist nichts mehr, aber rechts hinter dem. Ah, links. Und da ist bei mir auch noch ein Feuerfuzzi. Das ist ein Scharfschütze, das ist ein Feuerfuzzi. Zwei Feuerfuzzi. Stück. Du willst den hier, ne? Bananen sind zwei. Hui. Kommt und rettet mich. Ja, warte mal. Ich schmeiß mal grad was runter. Mal ein bisschen drum kümmern. Du mir erst du schon mal das Sniper. Unter euch sind auch nochmal drei. Links hinter dem Gitter ist noch Sniper. Unter euch sind auch nochmal drei. Vorsicht, Kevin. Ja. Ich sehe schon, hier unten schleicht doch irgendwas rum. Ich komm. Ja, ich wollte eigentlich jetzt gerade mal kurz runter den Micha holen. Und Vorsicht. Geh mal weg. Warte mal, ich guck. Also der Weg zu dir unten ist ziemlich zu gerade, Micha. Ja, ich sehe es. Da kommt irgendwas lila, das mit Panzerung hoch. Fuck. Schade, dass ich nicht zu euch switchen kann, das wäre Panzerung cool. Ist schon weg und Tipp, bleiben Sie in Deckung. Ach was. Was denn? Klischt doch hier so vor mich hin. Achso, du hast keine Heilung drin. Ich hab keine Heilung drin. Ich muss warten, bis ich wieder heilen kann. Warte mal, mach was anders. Ich probiere mal, ob ich den ein bisschen aufhalten kann da unten. Dann zieht sich, das zieht sich quasi ein da. Und down. So, jetzt guck ich mal, dass ich zu Micha zumindest zum Mal komme. Vorsicht, die Scharfschütze. Ja. Scharfschützen dürfen euch nicht stören. Doch, die stören dich, wenn du im Haus runtergehst. Ja, die schießen sich das direkt durch das Fenster durch. Shit. Ich hole mir mal Munition. Boah, der Anna schießt dich an der Tür ab. Wenn du die Tür da raus willst. Die gucken gerade beide ein bisschen auf mich. Noch. Problem ist einfach nur, ich versuche jetzt gerade mal doch dick nach vorne zu gehen. Boah. Vergiss es, ich komme da nicht raus. Also dann hast du diesen Rauch, dass wenn du in Deckung gehst, wirst du durch den Rauch getötet. Dann kommt das auf euch zu. Boah. Was? Ein Agent aus ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Hat mich jetzt gekillt. Ach, das Gas, scheiße. Ja, warte, dann, ich komm zu dir hoch. Bringt wieder was runter, es kommt wieder was hinter der Mauer. Danke. Jo, ja, fuck. Ich hab leider keine Dings. Wenn ich die Heilung hätte, wäre es einfacher. Aber das Problem ist einfach nur. Pam! Und down. Komm, wir sterben. Oh, du rechts ist noch so ein Granate-Heinz. Den hab ich. Nein, ich hab keine Dings mehr. Fuck. Oh oh. Ich muss gerade unten bleiben, weil ich Deckung, weil ich keine Selbstheilung mehr habe. Wie kommen denn da noch? Es sind noch 1, 2, 3, also 4 sehe ich jetzt ganz spontan. 5. 5? Hier oben, einer unten. Ja, so, da auch. So stimmt. Halt die Sniper, ne? Da ganz, ja. Die helfen uns. Was ist Tommy? Wow, Alter. Haut doch ab. Das scheiß Gas geht mir so auf den Sack gerade. Dann geh da raus. Ja, will ich gerade. Ich schau mich mal ein bisschen rein in den Raum. Aber was steht denn die Mission? Steht die auf leicht oder auf schwer? Normal. Auf leicht. Okay. Ist aber, die hat einen höheren Schwierigkeitsgrad wie andere hier. Ja, die ist schon. So. Keine Dings. Der Boss steht natürlich etwas weiter links jetzt gerade. Ja, scheiße. Wollt eine Supermine entlang. Natürlich ist jetzt gerade. Alter! Das Gas! Ah, fuck, getötet. Rand. Ah, ich bin tot. Ich auch. Oh! Mach dir! Desinfektor. Bin noch ein Stockwerk tiefer. Ja. Hey, Stockwerk? Du bist gerade an mir vorbeigegangen. Ach so, ich hab dich nix. Eins hoch an der Treppe. An dem Fenster.
Will ja nichts sagen, aber ich lieg da immer noch. Ja, ich würde dich ja gern holen, wenn ich da mal gerade ein paar Sekunden Luft hätte. Weil da steht immer noch so ein violetter Fuzzi, der ein bisschen Ärger macht. Hinter der Mauer, wo ich lieg, da versteckt sich auch gerade einer. Der ist aber jetzt down. Jetzt ist er down. Nee, hinter der Mauer, wo ich lieg, ist er auch noch, rennt auch noch ja, was. Ja, stimmt, da unten. Full Moon Muni. What? Da kommt ein Granate-Fuzzi. Kann jemand hoch? Kevin, hinter dir. Oh ja. Warum nicht jemand holen? Ich versuch's gerade, ob ich die Sekunden habe. Ja, gehen dicken, weil da hinten ist Sniper. Ja, auf der anderen Seite ist nämlich noch einer. Mit dem ich jetzt nach oben verschanzt. Na, der kommt die Treppe hoch, das ist das Problem. Oder zumindest der Kavar. Der Granate-Typi ist weg. Der Granate-Typ ist weg. Der Gelbe, den hab ich weggemacht, der wo die Treppe hochkam. Sehr gut, danke. So ist jetzt, so kommt jetzt ein neuer. Oh. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit jetzt gerade. Die Sniper sind halt das Problem. Ja. Vor allem, dass ich da vorne gestorben bin, scheiße. So, der eine Sniper hat noch vier Balken. An Rüstung. Ja, an Rüstung. Nee, bin ich mich gerade am kümmern. Probier ich schon die ganze Zeit, aber der ist relativ heftig zu treffen. Ja, du kommst leider auch nicht nah dran. Mit Brandgeschossen geht es. So ist es. Keine Rüstung mehr. Sniper down. Tommy, du willst mich nicht rein zufällig holen, oder? Ich dich? Ja. Doch, ich hab's vor. Ah, das passt ja. Du Sniper weg? Oben, da ist ein Fenster, ja. Gut, haben wir den weggezündelt. Ich hab nochmal ein Dings runtergeworfen. Tommy, kann ich. Gib mal einen Tommy. Da hinter der Mauer. Tommy, geh mal geradeaus. Also, Quatsch, ein bisschen weiter nach rechts und jetzt einfach geradeaus durch. Aber da hinten liegt er. Also quasi da in der Höhe irgendwo. Komm mit da weiter. Weiß jetzt brenn ich. Also du gehst jetzt rechts an dem, Mäuerchen. Rechts an dem Mäuerchen vorbei und dann ein Stück nach vorne. Kevin, halt dich mal und beleb mal Dani wieder. Ja, mach ich. Ich mal viel, Kevin. Dabei. Danke. Das ist einfach so übel, der Boss. Wo jetzt? Links von dir. Gerade war. Ja, genau. Bisschen weiter nach links. Links die Mauer. Ja. Ungefähr da muss es sein, in die Richtung. Sie ist nämlich nicht. Jetzt vor dir müsste ich liegen. Ah, hier. Kevin, dein Leben. Ja, ich weiß, ich bin in Deckung und. Jetzt gerade ein bisschen hochgehen lassen. Tommy, danke. Micha ist back in the game. Jawohl, ja. Geht zu der Bus fast wirklich. Super, gut. Ja, voll. Mit den Beweisen ist unterwegs zum Hauptquartier. Ich weiß, wir haben Zivilisten verloren, aber ohne ihr Eingreifen wären es noch viel mehr gewesen. Arbeit, aber es klappt. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Aus Level 15. Puh, das war jetzt schwer, muss ich sagen. Wahnsinn. Fuck you. Du hast dich den ganzen Tag ausgeruht. Also ja, was? Die nächsten drei Missionen machst du alleine. Okay, cool. Wir begleiten dich jetzt einfach nur noch. Yay. Mach ich in Zukunft auch so. Ja. Den ganzen Tag ausruhen und andere arbeiten lassen. Ja. Wir können auch einfach das ganze Let's Play alleine machen. Und wir stehen bloß hinten rum. Cool. Wir sind einfach nur dabei. Kevin, du kannst ja nicht mal ganz still sein, weil den Feuerfutzi haben wir auch wir fertig gemacht, gell? Oh. Stimmt. Ja. Da lagst du nämlich unter einer halben Stunde tot in der Kirche drum. Richtig. Ich hab wiederum noch jetzt auf den Gegner geschossen. Am Anfang. Nee, jetzt auch gerade noch. Ja, das war so, okay. Ich bin da. Beachtet mich. Was für ein Arschloch. Ich wusste immer, dass er ein übler Kerl ist. Ich habe den Bericht hochgeladen. Sehen Sie selbst. So. Neuer Beweis. Angucken. Badum. Warte, ich auch. Ja. Was Sie hier sehen, ist das Pockenvirus. Es hat eine Inkubationszeit von 1 bis 2 Wochen bei jedem Wirt. Und in dieser Zeit ist es nicht ansteckend.
Amhursts Notizen zeigen, dass er das ändern wollte, damit das grüne Gift schon in der Entwicklung ansteckend ist und um den Inkubationsprozess und die Ausbreitung zu beschleunigen. Kurz gesagt, es ist ansteckender und reproduziert sich schneller. Das ist schlecht. Netter Zeitgenosse. Heftig. Mhm. So, aber ich habe neue Bewaffnung bekommen. Nur du, ich genauso. Oh yeah, Karabiner. Das ist gerade wenig. Ich mag aber keine Präzisionsgewehre. Dann nimmst du halt nicht. 4, 5. Und was hat mein Scharfschützengewehr? 4, 4. Schade. Tu erstmal deine Mods runter, bevor du diesen L kontrollierst. Dann sieht die Sache nämlich nochmal anders aus. Achso, wenn ich die Mods komplett runterschraube, ist... Weil dann hast du nämlich den Schaden, den die Mods dir geben, auf den neuen Waffen nämlich nachher auch drauf. So, Rüstungsmod, die gibt mir jetzt so nix. So oft, wie sich hier mein Equipment wechselt. Ja. Oh. Ja, kann ich das machen. So, dann noch die Schoner. Gut. Ja, da oben gibt es noch ein Safehouse. Hatte schon jemand? Wolf's Den? Müsste ich gleich mal schauen, ich weiß es noch nicht. Dann wackel ich mal darüber. Oder? Welches? Ganz oben, Wolf's Den. Ja, haben wir schon. Ja, haben wir. Wollen wir kurz einen rüber? Unterwegs. Gehst du, genau. Dann gehe ich in die Operationsbasis und werde kurz Klappding upgraden. Oh ja, dann will ich danach. Du musst das wirklich immer abgeben in der Operationsbasis. Ja, ich will nur gucken. Ah ne, ich gehe nur scroll nur drüber. Ich habe jetzt 660, das heißt, ich brauche noch bis 1000 Pointer. So. Gut. Bedeutet aber, wir sind... Was? 660. Von welchem Flügel? Was haben wir denn gerade gemacht? Keine Ahnung. Der medizinische. So, jetzt habe ich das nämlich auch frei. Wir könnten zum Beispiel die Nebenmissionen machen. Medizinische Nebenmissionen. Ja, aber da würde ich sagen, die würde ich in einer anderen Aufnahme machen. Würde ich auch sagen. Ja, ja, wir gehen jetzt vor die Operationsbasen, dann sagen wir tschüss. Okay, Chef. Postamt. Ach ja. Die Blitzreise nicht immer so lang dauern würde. Ja, wie gesagt, es kommt halt immer drauf an, wie weit du weg bist. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich am anderen Ende der Karte bin, bin ich schneller, wenn ich laufe. Gut, du musst ja bedenken, du läufst durch gefährliche Gebiete durch, du läufst da noch durch, du läufst da noch durch. Das nennt sich Blitzreise, nicht Schneckenreise. Nein, ich meine, wenn du zu Fuß läufst. Ja, da laufe ich einmal gerade die Straße runter und dann biege ich einmal ab. Mimimi. Also gut, ich stehe davor, Tommy ist auch schon hier. Ich lade noch. Lade. Hey, da. Bin noch unterwegs. Das Ding hat einen Knall. Aber Haustier. Das ist ja süß. Oh, ich habe auch eins, guck mal. Oh. Will nicht kaputt schießen? Nee, muss selber kaputt machen. Wieder eins. Willst du aber nicht kaputt machen? Ich bin von alleine kaputt. Sollte machen.
So. Oh, Heck, bin ich auch bei euch. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von der Folge und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi. Ciao, ciao. Ciao.